Distelhäuser präsentiert den Wölfestrieb. Live mit Tom Weigert. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Heimsieg für die Wölfe gegen Rostock 21-18. In der D-Jugend, ja. Alles klar. Norbert Hufgard von TV Touring, wir suchen uns unseren nächsten Gesprächspartner. Ich habe ja was getan im Gegensatz zu dir. Ach, im Gegensatz zu mir, das ist schön. Also gut, ich habe das Spiel zwar kommentiert, 1,5 Stunden, aber schön, dass ich so gesehen werde bei meinen Freunden. Ja, wir haben uns halt aus dem Rhythmus bringen lassen durch ihre offensive Deckung. Waren verunsichert, wollten keine überschnellen Chancen nehmen und dadurch haben wir aber den Zug zum Tor, den hundertprozentigen Zug zum Tor vermisst und haben dann nur noch Halbgas gemacht und dann reicht es gegen keine Abwehr und da hat uns wegen der Mut verlassen. Dann wird es am Schluss noch mal eng, das haben sie dann gut runtergezockt und deswegen ist es mal wieder eng geworden. Hätte nicht sein müssen. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, macht ihr das, damit ihr noch mehr Zuschauer bekommt? Oder das hat, ich habe langsam so das Gefühl, das ist Taktik von euch, das Spiel in den letzten 2 Minuten spannend zu machen. Was sagst du zu der Schiedsrichterleistung heute? Schiedsrichterleistung ist nicht mein Problem. Ich habe selber genug Probleme, wir haben genug Fehler gemacht. Die Schiedsrichter, die können nur das pfeifen, was wir zulassen. Wir haben uns ab und zu dumm angestellt, haben ein paar schlechte Pfiffe mit Sicherheit bekommen, Rostock genauso. Aber eigentlich dürfen wir nach so einem Spiel nicht über die Schiedsrichter reden. Sehr diplomatische Antwort, da merkt man einfach seine Routine. Vielen Dank, Stefan. Wie sieht's aus? Feiern jetzt oder nicht feiern? Ja klar, feiern. Ich meine, wir sind immer noch in der zweiten Liga, in der zweiten Handball-Bundesliga in Deutschland und haben hier daheim ein Spiel gewonnen, wo wir die 16 Minuten lang geführt haben. Das darf man auch immer nicht vergessen. Nur weil wir letztes Jahr so eine Wahnsinns-Saison gespielt haben, ist das hier kein Selbstläufer. Und das ist genau das. Man merkt den Druck auf unseren Schultern. Wir wollen irgendwie da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Und es ist halt extrem schwer. Aber wir haben hier gegen eine unglaubliche Mannschaft gewonnen, haben 16 Minuten geführt. Und das darf man immer feiern, glaube ich. Da wünsche ich euch viel Spaß. Lasst es krachen. Und Prost beim ersten Distelhäuser in der Kabine. Gesundheitlich. Ich war Anfang der Woche beim Doc und hat gesagt, dass der Bluterguss jetzt raus ist und das Muskelgewebe sich soweit wieder stabilisiert hat. Und das bedeutet, dass ich nächstes Wochenende, haben wir einen Doppelspieltag, Freitag auswärts, Sonntag zu Hause gegen Aue, ein Spiel auf jeden Fall machen kann. Da muss ich noch mit dem Trainer quatschen, wie man das dann regeln, was da, welches Spiel das dann wird. Aber wird man sehen, aber ich bin auf dem Weg der Besserung und werde Anfang oder Mitte der Woche auf jeden Fall wieder voll ins Training dann auch einsteigen. Freitag steht Erlangen auf dem Programm. Entschuldigung, Neuhausen. Ja. Wie siehst du Neuhausen? Machbar, nicht machbar aus aktueller Sicht, was den Angriff angeht? Ja, machbar ist es, ist jedes Spiel. Also wir haben letzte Woche gesehen, wir können auch in Minden, hätte man gewinnen können, haben es selber in der Hand gehabt und nächsten Freitag können wir genauso wieder auswärts gewinnen. Dass der Angriff sich stabilisieren muss, ist glaube ich keine Frage. Aber wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, darauf hinzuarbeiten und das sollten wir auch gründlichst tun und dann gucken wir mal, was am Freitag dann bei rausspringen. Ihr habt so ein Training, das ist was ganz Besonderes. Ich habe das erste Mal im Fernsehen gesehen und zwar trainiert ihr in einem Viereck und müsst ablaufen. Ich glaube, da kann man maximal 15 Punkte erzielen in 15 Sekunden. Schneller geht's nicht. Wie viel hast du? Ich habe das dank meiner Verletzung schon seit Wochen nicht mehr gemacht und werde es auch so schnell nicht machen, weil ich erst langsam wieder Muskel aufbauen muss. Aber ich war auf jeden Fall nicht der Schlechteste, aber auch nicht der Beste. Jetzt weiß man ja, dass ihr beiden Spiels keine Karten spielen könnt. Das weiß man ja aufgrund der Busfahrten. Hast du vor, da mal in ein Trainingslager zu gehen, beispielsweise bei mir? Also, wenn ich in ein Trainingslager gehen müsste, würde ich auf jeden Fall nicht zu dir gehen. Das ist schon mal klar. Aber letzte Woche, das war natürlich, wurde dann wieder nicht publiziert, aber da von 2 Runden habe ich auch dann eine in der Gesamtabrechnung gewonnen. Aber das wird natürlich wieder unter den Teppich gekehrt, wie das immer ist. Aber ist ja in Ordnung, kann damit leben. Also gut, bei den Spießbrüdern wissen wir eins, Handball spielen können sie, Kartenspielen müssen sie noch lernen. Ich freue mich auf die nächste Busfahrt. Danke. So. Distelhäuser präsentiert den Wölfestrieb. Live mit Tom Weigert. Distelhäuser, immer eine frische Idee.